Hallo ihr Lieben und zurück zur neuen Folge von The Sims 4. Letzte Folge hatten wir sie umgestylt, sie ein bisschen büffelt. Ja, du Süße. Voll süß. Sie muss noch duschen. Okay, dann werden wir jetzt mal Luke umstylen. Ihr müsst das jetzt ja alles leider über den MC Commander Mod machen, weil ich den ja verwende. Und wir haben mehr als 8 Sims im Haus. Das heißt, über den Kleiderschrank funktioniert es jetzt nicht mehr. Dann kann es sein, dass ein Sim verschwindet. Und das ist jetzt nicht so gut. Den machen wir jetzt einfach mal über den MC. Büffelt, die Toilette, okay. Also ist Kinderclub. MC Commander, Sim Commander. Erstellen den Sim ändern. Weil dann werden wir Luke noch mal ein bisschen neue Klamotten geben. Tech entsprechend. Okay. Bei ihm wird es ja mehr so, mehr die Oberteile nur. Dann wieder Filter nach Strangerville. Ich krieg auf jeden Fall einmal diesen Pullover. Ich finde den so toll. Ich weiß nicht, der sieht so lässig aus und so gemütlich. Den finde ich richtig toll. Hier fehlt er mir auch mal ganz kurz. Nach Strangerville. Wir können hier auch so eine lässige Hose denn dazu geben. Warum nicht? Schuhe bleiben aber. Krieg noch einmal die Jacke. Das karierte Hemd. Da bleibt aber die Hose. Das würde ich ihm eigentlich gerne lassen. Überlegen das hier oder das? Oder das? Ah. Finde ich auch nicht schlecht. Aber das hier gefällt mir irgendwie auch. Muster da oben. Komm, wir geben ihm das. Was sagt ihr jetzt zu Luke? Oder? Sieht er auch nicht so schlecht aus, wie ich finde. Ja. Hat Luke auch seine neuen Klamotten bekommen? Jeder ist glücklich. So. Müssen wir Christina vielleicht mal baden lassen oder duschen? Wäre vielleicht nicht ganz so schlecht. So. Ich werde es hier mal ganz kurz säubern. Und du duscht mal. Nur Tierchen. So, du machst ein Schulprojekt. Du musst gleich zur Schule, dann könntest du vorher nochmal, dass du ein bisschen Spaß bekommst. Nochmal ein bisschen was am PC zocken.
Ah, hier, Sims Forever. Guck mal, unser Geldbäumchen hier muss mal gejätet werden. Habe ich eigentlich auch einen Gärtner arrangiert? Ja, eigentlich schon, ne? Lott ist ja immer noch weg, stimmt. Du brauchst Aufmerksamkeit. Deine Mama könnte ja mal mit dir ein bisschen halt spielen. Willst du auch noch ein Buch schreiben? Nimm dir jetzt erstmal einen Joghurt. Vielleicht besser als, ja. Dann musst du, Elna gleich mal was zu essen geben. Vielleicht ein bisschen Apfelmus. Uiuiui. Die beiden sich wieder verstehen, dauert vielleicht noch eine Weile. Lucy, du musst zur Schule. Du kommst zu spät. Wir haben gleich 9 Uhr. 8.44 Uhr haben wir. Du kommst ein bisschen zu spät. Und danach schreibst du mal ein Buch. Schreib mal ein trauriges Buch. Warum nicht? Wir könnten ein Buch von Lotte schreiben, weil Lotte ja weg ist. Wo ist Lotte? Ja, es könnte ein Buchtitel sein. Warte mal. Wo ist Lotte? Genau. Machen wir es einfach mal. Na gut. Eigentlich solltest du es jetzt nicht abwaschen. Musst du die Schauspielerei-Fähigkeit ein bisschen aufbessern? Lass sie mal kurz raus. Dann kannst du ja ein bisschen Schauspielen üben. Oder gehst du mal aufs Töpfchen? Mach das mal. Lotte ist zurück. Lotte ist zurück. Komm mal schnell hierher, Lotte. Das ist gut. Wo ist sie? Da. Da muss sie auch gebadet werden. Das ist sehr gut. Streicheln. Was machst du jetzt mit ihr? Als Gina zum Unterricht geht, fällt ihr plötzlich ein, dass ihre Hausarbeit heute fällig ist. Sie starrt auf die Arbeiten ihrer Mitschüler.
die sich bereits auf dem Lehrerpult stapeln. Sie müsste nur ein paar Minuten alleine mit den Arbeiten sein. Soll sie versuchen, die Arbeiten eines Mitschülers abzuschreiben oder die Wahrheit gestehen? Wahrheit sagen ist eigentlich immer besser, findet ihr nicht? Abschreiben ist doch nicht. Sie sagen einfach die Wahrheit, komm. Der Lehrer bedankt sich bei Gina für ihre Ehrlichkeit und wird ihr eine einmalige Verlängerung. Sie muss sehr viel in der kurzen Zeit schaffen, aber wenigstens bekommt sie eine zweite Chance. Reicht doch. Ehrlichkeit bewährt sich immer. Ist das nicht süß? Voll süß. Du bist jetzt ja ein bisschen um Lotte kümmern. Er muss sie gleich mal baden. Guck mal, Maus. Kannst du ein bisschen puppeln? Was musst du eigentlich noch lernen? Fantasie und Denken. Bevor du älter wirst. Perfekt. Oh, wir haben Rechnung. Ernsthaft? Du wirst mal Lotte baden. Ihr bezahlt einmal die Rechnung. Ach ja, stimmt. Das war ja die Rechnung mit 4000 Simoleons. Die wir ja nicht haben. Wir haben zwei Bücher. Ja, okay, wir schauen erstmal, wo ist Lotte? So geil, dass wir noch ein Buch drin haben. Wolltest du Lotte nicht baden? Hallo? Du solltest doch Lotte baden. Hat sich schlafen gelegt. Ja, ist auch ein bisschen müde. Gott sei Dank ist sie wieder da. Ich hätte mir schon ernsthaft Sorgen gemacht, dass sie gar nicht mehr wiederkommt. Eine ganze Weile verschwunden, unsere Kleine. Aber Kleine ist ein bisschen, na gut, unsere Große. Hab ich schon wieder wach? Guck mal, dann spiel noch ein bisschen mit deinen Puppen. Hier alleine. Hast du Lotte schon da fertig gebadet? Ja. Einen Preis erhalten muss er noch. Level 7 der Schauspielerkarriere. Fähigkeit, nicht Karriere. Kannst du ein bisschen weiter üben?
Du hast Level 5 erreicht. Guck mal, dann kannst du dir ein paar Minuten hinlegen. Das ist gar nicht gut, die Rechnung noch zu bezahlen haben. An Verlag verkauft. Oh, wir haben zwei Bücher jetzt. Okay. Kaufen wir jetzt mal am Verlag. Ich werde schon mal eine Kleinigkeit essen. Wovon nimmst du dir ein Gericht? Du hast gleich mal deine Hausaufgaben? Erstes? Das wirst du auch mal am Verlag verkaufen? Oh, um 19 Uhr. Am Sonntag. Müssen wir uns merken, sollten wir uns mal aufschreiben, da haben wir eine Preisverleihung. Schau mal hin. Wo ist die jetzt eigentlich, Preisverleihung? Nee, ich weiß gerade gar nicht. Oh, Mangini. Gib mir mal ein paar Erbsen. Halt, halt, halt. Wir brauchen das Geld. Nimmt ihr von was? Dann müssen wir auch nochmal wieder Essen kochen. Dass Lotte gleich nicht wieder abhaut, werden wir mit ihr mal einen Spaziergang machen. Bleib sitzen! So. Ja, du sollst dann aber auch deinen Obstsalat hier aufessen. Solltest du schon machen. Mal aufs Töpfchen gehen. Oh, der Obst ist verdorben. Ja, kann ich mir vorstellen, dass er dir nicht mehr so schmeckt. Da ist auch. Nein. Ja, das glaube ich dir, dass es nicht so geschmeckt hat. Glaube ich dir zu gerne. So, dann wirst du mal ganz kurz dich um sie kümmern. Und, liebevoll umarmen, ist so immer süß. Die Leviten lesen nicht, was hat sie denn angestellt? Kannst du noch mal deine Void-Kreatur trainieren?
Ist ja schon Stärke Level 5. Na, ist das süß. Dann wärst du jetzt mal Elena Baden. Gesäubert muss sie auch mal werden. Hast du das jetzt? Was musst du jetzt eigentlich noch? Insgesamt 15 Stunden schreiben. 9 haben wir davon. Okay. Dann geh dich mal hinlegen. Und du gehst dann auch schlafen? Und du spielst so ein kleines Spielchen? Obwohl, könntest auch mit dieser hier spielen. Ice and Racing. Aber ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Heute Mittwoch bei der Spezialfolge von Strangerville. Und hier wieder, ja, in dieser Folge wieder morgen. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag. Tschüss.